nicht gleich. Hey, Dick. Ja, wir geben einen Scheiß auf sowas. Das ist richtig. Neue Story-Mission haben wir bisher nicht, aber wir können ja immer noch hier die Kopfgeldjägerjagd machen oder das infizierte Gebiet hier säubern. Deaton St. John, wie geht's dir? Wie geht's dir, Bart? Ich will mal bei den individuellen Akzenten gucken. Für die Fahrtrüsten haben wir ja, glaube ich, gerade, oder? Ne, wir haben erst meinen Bruder. Machen wir mal verdienter Lebensunterhalt. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Was haben wir an Aufklebern irgendwie? Ah, die überspielen das dann. Das ist doof. Chrombasis. Haben wir sonst noch etwas, was wir irgendwie freispielen können? Nein. Oh, hier. Oh ja, Satteltaschen 2. Halleluja. Was möchtest du noch? Richtig gut. Damit dürften wir jetzt eigentlich 2 Ladungen aufbewahren können. Benzintank. Ja, das ist echt gut. Ich bin begeistert. Rahmen. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Warmer Regen, Trophäe erhalten. Federung. Oh, die Dämpfung ist viel besser. Gute Wahl, schick und robust. Lachgas, könnten wir auch was Besseres? Allerdings fehlen uns da die Camp-Punkte. Und Reifen können wir auch was viel Besseres. Warum sind die denn so teuer? Verstehe ich gerade gar nicht. Bei der Gabel könnten wir auch was Besseres, aber jetzt fehlt wirklich langsam das Geld. Trotzdem ist unser Bike jetzt mittlerweile richtig gut. So, ich würde sagen, wir fahren mal zur Tankstelle. Und dann tanken wir unser Bike auf, falls wir noch dazu kommen. Ich hoffe es. 13% müssten aber reichen. Schon dabei. Moment. Nachgas. Alkai, hey, hörst du mich? Alkai, kommen. Verdammt, jemand muss ihn suchen. Bei der Grabung. Wie läuft's bei dir, Tucker? Ich dachte, ich wäre euch erstmal los. Ich habe alles ziemlich genau gehört. Wie, bist du da? Ja, Adi. Hey, hör mal. Ein Patient von mir hat uns gehört. Er hat einen gesunden Hund gesehen. Okay, ich höre. Südlich von Shermans Camp liegt eine Anlage. Ein paar Hütten im Wald. Weißt du, welche ich meine? Nein. Okay, sie liegt am Sandhill. Wow! Der ist mutiert. Das ist ein Jäger. Das soll ein Jäger sein. Das ist doch wirklich ein Jäger. Fuck. Komm her. Alter Schwede, 150 Erfahrungspunkte. Okay, sie liegt am Santiam Highway, der zum alten Sägewerk führt. Und Ricky sagt, ihr wärt da gewesen wegen der Horde. Ja, als ihr einen Tag lang unterwegs wart. Zum Damm. Oh ja, ja, okay, ich weiß, wo du meinst. Ich finde das voll interessant. Also wird das am Ende wahrscheinlich darin enden, dass wir Boozer einen Hund schenken. Damit er wieder irgendwie einen neuen Lebenssinn oder sowas hat. Könnte ich mir gut vorstellen sogar. Und jetzt ergibt ja auch wieder das Herzsinn, was wir in Rickys Missions-Icon hatten. Oder immer noch haben. Das hat einfach ein Herz, weil da was laufen könnte.
Es ist halt nur die Frage, ob Deacon das mit seinem, ja, mit seinem Ehrgefühl seiner Frau gegenüber irgendwie vereinbaren kann. Ich meine, er ist ihr nicht dazu verpflichtet, ewig treu zu sein oder sowas, obwohl man sagen muss, er hat es ihr versprochen. Aber ich meine, das schließt sich ja gegenseitig jetzt nicht unbedingt aus. Aber er muss ja jetzt nicht wie ein Kind von Traurigkeit leben, sein ganzes Leben lang, nur weil, ja, er dieses Versprechen gegeben hat, aber seine Frau ist ja halt tot. Ein Hirsch auf der Straße. Weißt du was? Früher wäre das eine schlechte Idee gewesen, aber ist es immer noch. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Grausamste, was ich in diesem Spiel bisher gemacht habe. Mr. Camps wird's brauchen. Aber es war, die Gelegenheit war einfach zu gut. Das muss ich jetzt mal so traurig formulieren. Sie war einfach zu gut. Und das Hirschfleisch brauchen wir ja definitiv. Ansonsten gibt es möglicherweise keine Chance für die Überlebenden vom Iron Mike Camp. Das Camp, zu dem wir immer noch die größte Bindung haben. Ja, unser Tank ist ja jetzt größer, was ich richtig feier. Und unser Bike wird generell immer besser und ich bin gespannt, wie gut das Bike noch werden kann. Das Iron Mike Camp ist ja nicht das letzte Camp, also es wird definitiv noch ein Camp geben, was sich wahrscheinlich spezialisiert auf ihr Motorradzeug. Auch ich finde das mit, ich fände das mit Deacon und Ricky fände ich cool. Ehrlich gesagt. Oh nein! Er fährt mich um. Das war ja gut. Nein, ich fände das echt cool, weil Ricky ist auch eine Schnuckelige. Und vor allen Dingen ist sie cool. Das ist das Wichtigste. Wow. Oh ja, man merkt schon, dass die Federung auch besser ist. Wir haben ja eine Feder gekauft. Sehr gut, wir kommen langsam der Kopfgeldjagd näher. Das war merkwürdig. Ricky, Harp und seine Männer scheinen bei Camp Creek zu sein. Schüsse. Sicher, dass du das schaffst. Was glaubst du denn? Ich frag ja nur. Komm schon. Lost Lake Ende. Mach's mir nicht so schwer, hm? Ach. Oh, Scheiße. Nur zu, Leute. Ihr wollt meine Arbeit machen? Ihr müsst euch nicht aufhalten. Weg. Hast du ihn gefunden? Ja. Ich höre Schüsse. Nein, ja, da. Ein Schwarm, der. Der hat ihn vor mir erwischt. Ein bisschen putzig. Gut, ja, kein Problem. Was zur Hölle, Freak? Das war's dann wohl. Essenszeit, Jungs. Der Kreischer da oben, der wird Probleme machen. Wir müssen auf jeden Fall den Kreischer erledigen. Der haut ab. Ja, unerwartete Änderung der Ereignisse, würde ich sagen. Und die Freaker sind offenbar auch weitergezogen. Das Einzige, was wir jetzt hier noch machen, ist den Beweis für sein Ableben suchen.
6 Schwärmerohren haben wir mal eben gekriegt. Okay, hab's. Oh Gott, was ein Durcheinander. Na los! Eine gute Waffe, gefällt mir. Also woran erkennt man denn jetzt Bleacher? Daran, dass die Oberkörper frei hier rumlaufen oder wie ist das? So, ich will jetzt einmal definitiv hier abhauen. So, wie sieht das aus? Ja, wir fahren zurück zum Camp. Wir können auf jeden Fall die Credits gebrauchen. Alleine, was wir jetzt alles machen können, noch am Bike. Also, bessere Reifen lachen mich ja an. Wir sind immer noch bei 54%, das ist richtig gut. Da ist jemand. Ist okay. Ich mach auf. Thank you. So, liefern wir mal das Fleisch ab. Alles, was irgendwie geht. Hey, meinst du, dass die Freaks noch irgendwas wissen? Ah ja, hier. Was haben wir denn Schönes? Wir haben 10-mal Hirschfleisch, 4-mal Wolfsfleisch und ein paar Beeren, Pilze, Kraut, ja. Was halt so geht. Mehr habe ich nicht. Nicht schlecht. Wir sollten echt demnächst mal auf Tour gehen und da mehr sammeln. Ist halt die Frage, wie lange wir noch hier bleiben werden in diesem Gebiet. Schwer abzuschätzen. Hey Ricky, hier ist Harps Stirnband. Ekelhaft. Ja, das kannst du laut sagen. Danke, Dick. Ich sage es Dans Leuten. Yeah, beim Kartenspiel 5000 Erfahrungspunkte und noch eine Stufe, die wir aufgestiegen sind. Ja, ein paar Credits gibt's auch wieder dazu. Kopfgeldjäger 53%. Hey, ho. Buzz. Wir kaufen jetzt bessere Reifen. Aber warum sollten wir die Alternativreifen kaufen, wenn die nicht besser sind? Nur weil sie anders aussehen. Gute Wahl. Schick und robust. Na, Gabel können wir noch austauschen. Hintere Federung? Ach ja, das hatten wir ja. Ja, sieht gut aus. Klar, okay. Neuer Fertigkeitspunkt. Hebt in Überlebenssicht Gegner hervor. Verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebenssicht. Erhöht die Reichweite der Überlebenssicht, machen wir mal. Fertigkeitsstufe 4 freigeschaltet. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen. Gibt dir bei geringerer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekten. Das finde ich gut. Das brauchen wir definitiv. Das ist das nächste, was wir skillen werden. Mal sehen. So. Gut. Wie viele Camp-Aufträge haben wir bisher hier gemacht?
4 von 7. So, und wir sollen einen gesunden Hund finden, und zwar hier. Dann machen wir das doch auch mal. Ich krieg nachher was rein, komm vorbei. Ja, mit unserer Waffe bin ich gerade noch zufrieden. Das behalten wir alles soweit. Oder mit unseren Waffen. Ich mach dir das Tor auf. So, jetzt haben wir ja die besseren Reifen. Mal sehen, wie die sich auswirken. Also das Fahrgefühl ist nochmal wieder ein bisschen besser geworden. Muss ich sagen. Oh. Ja. So viel zum Thema Fahrgefühl. Frontalcrash. Ich krieg das schon. Wow. Okay, ich komme. Dicken Ende. Man merkt richtig, wie das jetzt zwischen denen merkwürdig ist. Alter. Aber wie heftig das bitte ist mit diesen Jägern noch dazu und dann noch mit den Bleachern, die ja durchaus mehr aushalten. Und die sehen auch gefährlicher aus. Sehen so richtig zerfressen aus. Finde einen gesunden Hund. Ja, das will ich jetzt auch. Mal sehen, ob wir einen finden. Halt. Was war hier los? Dearborn Estates. Sollte das denn jetzt? Der hat richtig. Das muss ihr doch irgendwo sein. Der hat richtig schön die Freaker aufgeschreckt, der Bastard. Straßenräuber. Ihr seid ganz hart. Komm schon, Kleiner. Wo steckst du? Sehr gut. Wo würde ich leben, wenn ich ein Hund wäre? Tja, Deke. Das ist jetzt die Frage. Na, da haben wir alle voll. Gucken wir erstmal hier in diesem Häuschen. Was ist hier vorne noch? Ich höre Freaker. Hier ist nichts. Ist das ein Hundehaufen? Spuren, die sehen gar nicht aus wie Wolfsspuren. Also, das ist gut. Na, wenn sie nicht so aussehen, dann sind es wahrscheinlich auch keine. Dann folgen wir den Spuren mal. Das klingt weniger nett. Ich sehe den Freaker gerade nicht. Das verwirrt mich ein wenig. Was ist das?
Zahnabdrücke. Ja, ganz eindeutig. Aber dieser Hund wird ein Härchen haben. Hier ist eine Hundeklappe. Was ist denn mit dem Härchen dann passiert? Das war's. Das ist das Härchen. Schachtel mit Hundeleckerlis. Der Hund ist also abgehauen, aber wohin? Da vorne. Ich kann ihn hören. Er muss ganz nass. Da ist er. Lass den Scheißhund in Ruhe. Nein, warte, es ist kein Scheißhund. Lass den Hund in Ruhe. Hundi. Och Gott. Och Gott. Hey, Kumpel. Hallo. Wie geht's dir, Kleiner? Komm her. Hey, Kumpel. Hallo. Komm her, Kumpel. Hey. Hallo. Okay, komm her. Komm her. Okay. Oh mein Gott. Schon gut. Na gut. Schön. Ganz wie du willst. Okay. Okay. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Jetzt kriegt Boozer den Kleinen. Oh, das wäre richtig cool. Ein Hündchen für Büßchen. Nein, das klingt falsch. Ein Hund für Boozer. Boozman. Wie er wohl reagieren wird? Ich meine, dass er Hunde mag, das hat er gezeigt. Hey! Wach auf, du fauler Dreckskerl! Was ist denn los, Mann? Was ist das? Shit! Oh, shit! Hey! Hey, wie geht's dir, Kleiner? Hey, oh, ganz ruhig! Hey, lass das! Moment, warte doch mal! Wo kommst du denn her? Guck mich nicht an. Ja. Hey, du hast doch bestimmt Durst. Los, holen wir dir ein bisschen Wasser, was meinst du? Ach ja, das wird ihn freuen. Habt ihr das Grinsen eben gesehen? Das wird ihn freuen. 4000 Erfahrungspunkte, 1250 Vertrauenspunkte beim Iron Mike Camp und 63% bei Das ist kein Leben. Wo ist denn dein Hundi? Boozer. Du hattest das Hundi doch eben noch. Dick, bist du da? Wir müssen uns treffen. Ich höre dich, Skizzo. Was willst du? Ich hab zu tun. Hör zu. Ich weiß, dass du dem Camp nur helfen willst. Und ich will dir helfen und dem Camp. Triff mich hinter der Lodge. Skizzo Ende. Verdammt, Skizzo. Wehe, du verarschst mich. Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Das macht mir Angst. Ich weiß es einfach nicht. Was hat Skizzo vor? Hilfe für das Camp. Triff dich mit Skizzo. Story in Sicherheit. Das ist doch schon wieder eine neue Story. Ja, das ist eine neue Story. Wir haben so viele Stories, ey, ist Wahnsinn.
Erstmal mein Bruder haben wir ja schon abgeschlossen. Wo ist denn? Sehen wir die neue Story schon? Hordenkiller. Todeszug-Horde und Marion Fox-Horde. Also wir haben erst zwei ausgelöscht. Da haben wir noch jede Menge vor uns. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Ich bin gespannt, Skizzo. Ich bin gespannt. Enttäusch mich nicht. Wo ist er denn? Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeige ich's dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Springschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da war, hast du die Medizin für deinen Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Aha. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt dein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Skizzo wird uns alle in den Abgrund reißen. Der wird Deacon noch hängen lassen. Er wird uns so hängen lassen, der Verräter. Tausendprozentig. Ich muss alles Notwendige tun, damit Lost Lake sicher bleibt. Ja, und ich weiß nicht, ob es genau das ist, was ich tun will. Ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube es ganz sicher nicht. Ziehe mit Skizzo los, um Sprengstoff zu besorgen. Und zwar in Iron Butte. Das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich einfach nur verrückt. Kann man nicht anders sagen. Aktive Stories. Wo haben wir das denn? Du bist jetzt in Sicherheit, ist es ja nicht. Nee, das ist mit Lisa. Da, in Sicherheit, das ist es. Skizzo will also noch mehr von den Rippern klauen und glaubt, er kann mich überreden. So wie letztes Mal, als ich die Antibiotika für Boozer beschafft habe. Ich vertraue dem Kerl nicht. Warum sollte ich? Aber Sprengschnüre brauchen wir in der Tat. Und nebenbei ein paar lästige Ripper zu töten, macht mir nichts aus. Außerdem müssen wir immer noch diese Höhle versiegeln. Ich bin dabei. Tja, Deek. Ich glaube, das wird nur für Probleme sorgen. Also wenn ich du wäre, würde ich es nicht tun. Aber ich schätze, man kann dich nicht davon abbringen. Ich sehe zumindest keinen Weg, das tun zu können. Dementsprechend müssen wir es ja so oder so tun. Okay, als nächstes will ich zu Ricky, denn da gibt es ja auch noch eine neue Camp-Mission. Sprich mit Ricky. Hey, oh Ricky. Hey, Ricky, hey. Tudok ist zurück. Was? Wo? Wo zum Teufel ist er? Er ist weg, als er mich sah. Jeremy folgte ihm. Schon klar. Ich wollte das nicht. Scheiße, wohin, Ricky? Jeremy fuhr ihm bis zum alten Sägewerk nach. Tudok scheint sich im verlassenen Nero-Lager zu verstecken. Okay, ich kümmere mich um ihn. Ich will, dass du sein Messer herbringst. Warte, du willst Beweise? Okay, scheiße. Dann schön, wie du meinst. Lass ihn nicht entkommen, Deek. Wer weiß, wie viele Leichen da draußen liegen. Ja, ich mache das. Wie viele Leichen? Ja, wenn man das schon so formulieren muss, dann wahrscheinlich viele.
Wo ist das? Das ist da unten. Ach. Fuck, da ist die Horde. Ja, wenn da die Horde ist, dann lebt er doch gar nicht. Der wird da doch überhaupt nicht überleben, der Typ. Hier ist, by the way, noch ein Camp. Das wir uns auf jeden Fall auch angucken müssen. Das ist das letzte Hinterhaltscamp hier in Lost Lake. Und da müsste ja immer noch auch die Horde sein hier. Die müssen wir auch erledigen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss hier. Und beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone, werden wir dann ja uns ein bisschen hier um Lost Lake kümmern und die Story rund um die Ripper auch vorantreiben. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.